Hi, ich bin Hebamme Jenny und in meinem Video heute geht es um das Thema Babytragen. Ich möchte euch heute mal drei Tragen vorstellen und hoffe, dass ich euch mit dem Video so ein bisschen die Angst und Hemmungen vor dem Thema nehmen kann. Ich muss sagen, ich finde es wirklich toll, dass das Tragen von Babys bei uns so richtig gesellschaftsfähig geworden ist. Ich freue mich immer, wenn ich auf der Straße Eltern sehe, die ihre Babys tragen, weil es einfach auch für die Eltern so schön praktisch ist, wenn man durch die Stadt geht. Man hat keinen sperrigen Kinderwagen, kommt überall ran. Es hat für die Babys natürlich auch viele Vorteile. Es ist gut für die Hüfte, es ist gut für die Wirbelsäule und natürlich auch für die Bindung, weil ich mein Kind immer ganz nah bei mir trage. Was ich allerdings nicht mag, und wenn ich das auf der Straße sehe, würde ich am liebsten hinlaufen und sagen, nein, bitte nicht, ist, wenn die Babys mit dem Gesicht nach vorne getragen werden. Das ist eben dann genau das Gegenteil. Das ist nicht gut für die Wirbelsäule, für die Hüfte. Und das Baby ist allen Reizen ausgesetzt, ohne mit den Eltern in Kontakt zu stehen und zu sehen, wie reagieren die dann drauf. Also das bitte nicht. Die erste Trage, die ich euch empfehlen möchte, ist die Manduka. Man kann dieses Modell auch so mit der Ergo Baby oder mit der Trage von Baby Björn gleichsetzen. Der Vorteil hier ist auf jeden Fall die einfache Handhabung. Ihr habt euer Baby super schnell in der Trage und natürlich auch wieder draußen. Diese Tragen werden auf jeden Fall auch von den Vätern favorisiert. Ich denke, die können sich damit einfach besser identifizieren als mit einem Tragetuch. Übrigens finde ich es generell ganz super, wenn die Männer auch die Kinder tragen. Den einzigen Nachteil, den ich dabei sehe, ist so ein bisschen für die Neugeborenen. Es gibt zwar auch noch einen speziellen Neugeborenen-Einsatz, ich finde aber, die Passform ist doch in einem Tragetuch einfach nochmal etwas genauer. Ansonsten solltet ihr darauf achten, wenn ihr euer Baby in die Manduka hineinsetzt, dass er eben im Nachhinein nochmal die Beine etwas anhockt. Die sollten halt wirklich in so einer M-Position sein. Es kann auch sein, dass man so im Laufe des Tragens, sage ich jetzt mal, da immer einfach nochmal so ein bisschen nacharbeitet. Die zweite Trage, die ich euch hier vorstellen möchte, ist eine Mai Tai von Fräulein Hübsch. Die habe ich mir jetzt zur Geburt von Arne nochmal neu zugelegt, um einfach wirklich nochmal so ein Zwischending zu haben zwischen der Manduka und dem Tragetuch. Ganz klar, der Vorteil zu einem Tuch ist, es geht schneller und ich finde auch die Passform für kleine Babys hier besser als bei der Manduka. Der Vorteil bei der Mai Tai, jedenfalls die ich jetzt habe, es gibt da halt verschiedene Modelle. Es gibt die für kleine Babys und für größere Babys. Ist halt einfach, dass ich jetzt gemerkt habe, als ich das Video gedreht habe, puh, die ist für Arne jetzt leider schon fast zu klein. Die dritte Möglichkeit, und ihr hört es vielleicht auch schon so ein bisschen raus, sein Baby zu tragen, ist ein Tragetuch. Und das Tragetuch ist auch ganz klar mein Favorit. Ich weiß, viele tun sich mit dieser Bindetechnik ein bisschen schwer. Es gibt ja auch 100 verschiedene Möglichkeiten, sein Baby in so ein Tuch hineinzubinden. Ich zeige euch hier einfach mal eine Möglichkeit, die ich auch am häufigsten nutze. Und wenn ihr es dann einfach dabei belasst, denke ich, kommt ihr auch ganz gut klar. Wenn ihr euch ein Tuch zulegt, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, ein festgewebtes Tuch zu benutzen, weil diese elastischen Tücher einfach nicht genug Halt geben fürs Baby. Das mag gehen bei Kleinbabys, Neugeborenen, aber bei größeren finde ich das einfach nicht so gut geeignet. Und wenn ihr euch gleich ein gewebtes Tuch zulegt, das könnt ihr dann wirklich bis ans Ende der Tragzeit benutzen und spart dann dadurch eigentlich auch wieder Geld.
Das Wichtigste, was ihr beachten solltet, wenn ihr euer Baby tragen wollt, egal ob in der Manduka, im Tragetuch oder in der Maitai, ist, dass der Rücken rund ist und dass sich die Hüfte und die Beine richtig in dieser sogenannten Anhock-Spreizhaltung befinden. Das sieht dann so aus wie so ein M. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video so ein bisschen die Angst vom Thema Tragen nehmen und habe es extra versucht, ein bisschen einfach zu halten. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann!